Hey, willkommen zurück zu Uncraft World. Weiter geht's und ich bin gespannt, wie die nächsten Level sind. Natürlich No. Muss man hier eben noch bei mir ein bisschen leiser machen am Headset. Und wieder ein Stückchen lauter. Noch ein Stückchen. So. Okay, wo sind wir denn stehen geblieben? Ist jetzt eine Weile her, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Da haben wir sogar alles erwischt hier. Da haben wir das erste verpasst. Ah, das haben wir ja noch gar nicht. Ich muss immer so eine Bestandsaufnahme machen, ganz kurz. Achso, da gab es eh nur diesen Reward. Da haben wir das mittlere verpasst. Ich glaube, das war heftig zu bekommen. Hier fehlen, glaube ich, noch zwei. Den Rest haben wir eigentlich soweit. Okay, wo gehen wir denn jetzt lang? Ich glaube, direkt hier unten, dann haben wir den Zipfel fertig. Vincent und Mathieu. Was auch immer. Xiaoli Chen. Achso, es gibt einmal jemand, der das Level erstellt und dann noch einer, der die Grafiken dazu macht, also die sogenannten Arts. Ah, hier mal hier den kleinen Grünen. Den Außerirdischen. Da ist doch so eine Tür fast. Nee. Oder. Ah, das ist eine Tür. Oh, cool. Ich bin in einem Zimmer. Nein. Bitte nicht. Ich probiere jetzt einfach, ob ich irgendwie da oben drüber komme. Tatsächlich, das geht sogar. Ich glaube, hier muss ich gar nicht so durchkommen. Oh, das ist natürlich doof. Ich sprinte. Ah, das schafft man definitiv nicht. Bin ich aber beruhigt, ey. Ich hasse das mit diesen Teilen. Ich will nach unten gucken. Boah, das war krass gerade. Jawoll. Ja komm, dreh dich um. Schön, dass ich den ausweichen kann. Na, fall. Ist die Musik neu? Da hatten wir die schon. Ja, sehr schön. Oh, erste Truhe. Hat er das jetzt? Ja, oben habe ich es gerade noch gesehen. Hä, und dann? Boah, voll so Matrix-Style. Oh, okay, alles. Das war so dumm. Ich das nicht. Ey, jetzt bin ich schon wieder so. Das sieht man von unten ja gar nicht. Könnt ihr nicht machen. Oh, das ist. Das wird nicht einfach. Ich muss eigentlich hier durchsprinten. Nein. Oh, da hätte ich lang gemusst. Ey, wie heftig. Da wirst du ja voll verrückt. Total konfus ist das Ganze. Vor allem die Richtungswechsel hinzubekommen. Hab ich's? Nein. Wie soll ich denn das bitte noch schneller machen? Okay, irgendwie muss das gehen. Gleich einfach so ein bisschen mit. Oh! Oh. War das der letzte oder? Das ist noch weitergegangen. Ich weiß nicht, ob ich beim Springen schneller bin. Nee, das war doch niemals schneller als vorher. Wow, aber ich hab's geschafft. Krass. Ey. Warte mal. So, dann gehen wir da oben drauf. Aber irgendwie muss ich das drehen. So. Eine schöne Straße und Haufen Menschen. Bam, bam, bam. Kann er nicht schießen. Sonst kann der echt nichts, ne? Schade eigentlich. Warte mal, ich nehme mal kurz die. Kann er hier irgendwie bei den Tasten noch was? Nee, kann er nicht. War jetzt irgendwie so bloß blöder Gedanke. Hä? Ach so. Boah, ich habe immer gerade schon so ein bisschen Respekt, dass dann hier gleich Raketen auftauchen. Nein, das
gefällt mir gar nicht. Nein, das gefällt mir richtig gar nicht. Hä, ging's da nicht unten rein in die Mitte? Anscheinend nicht. Warte mal. Oh! Das ist ja total konfus. Das ist so verwirrend. Nein, aber so würde es klappen. Einfach zurück und dann nochmal hochspringen. Boah, muss man erstmal hinbekommen. Ah, zu weit gefallen. Okay. So, jetzt habe ich das. Da oben ging es echt nicht rein. Wie dumm. Oh, nee. Und dann gibt es hier keinen Checkpoint. Aber das ist eigentlich hier jetzt noch nicht so schwer. Oh, doch. Es wird richtig schwer. Die Teile sind einfach sauschnell, die da aus der Wand donnern. Oh, da bin ich falsch reingesprungen. Nein. So, und ich habe mir jetzt auch gesagt, ich nehme jetzt die Parts einfach, also ich nehme hier am Stück auf und cutte dann einfach, wo ich Bock habe, weil man kann hier in dem Spiel gar nicht mehr so richtig sagen, ja, Ende des Parts, weil die Level sich mittlerweile so krass langziehen auch. Hab das sicherlich in den letzten Parts schon gesehen, wo das so richtig knifflig wurde. Aber wenn man nicht weiß, wo lang, aber da, ich glaube, da kann ich kurz Pause machen. Das ist nice. So, spring da mal rein. So, hier hoch. Ah, das ist gar nicht so einfach. Weil der nicht so agil ist. Der dreht sich eben nicht so mit einmal um, sondern der braucht dann immer noch so einen Moment. Das sieht man ja auch immer, wenn ich an den Kanten stehe. Oh, das war dumm. Na, ich war schon eigentlich so gut wie durch beim ersten Stück hier. Oh. Kaputt. Kriegt man das besser? Vielleicht gegen die Wand? Boah, der war ein bisschen knapp. Boah, der war knapp. So, hier stehen bleiben. Jawohl. Nein, wieso ist... Hä, da muss es doch durchgehen. Der ist da einfach nicht durchgegangen. Ah. Ja, genau. War so klar. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Wie mache ich das dann an der Stelle, wo der diesen Richtungswechsel machen muss? Ich bin doch schon ein paar Mal durch gewesen. Dreimal oder so. Okay, jetzt probieren wir es mit der Wand. Mit der Wand. Ja, mit Wand geht besser. So, da muss man doch durchfliegen. Da kann man nicht durchfliegen? Wo soll ich denn dann lang? Hä? Ich sehe doch, dass es da durchgeht. Oder muss ich... Lol. Dein Ernst? Da geht es lang, aber... Dreh das nochmal bitte. Boah, der war knapp. Kann ich dahinter eigentlich? Ne, da kann ich da nicht durch. Aber eigentlich ist das schon nicht schlecht, wenn ich die so locke. Boah, da war knapp. Weil jetzt kommen die nämlich von unten. Das ist ein bisschen ekelhaft, finde ich. Deswegen bin ich da oben. Oh, das war blöd. Und da geht's natürlich nicht. Hier sind überall Raketen noch in dem Level, ey. Da habe ich richtig Bock drauf auf die Scheiße. Okay, das geht gar nicht mehr. Den kann ich mir nicht mehr gönnen. Aber so. Boah. Das ist aber cool. Dass er dadurch auch die Orientierung verliert.
Nein, das sind wieder Raketen. Warte mal, okay. Oh, wie zaghaft man dann... Nein, oh, der war knapp. Alter. Okay. Nein. Oh, ich muss die Scheiße nochmal machen. Egal, ich probiere jetzt mal mit Speed durch. Vielleicht ist das ja Quatsch, wie ich es mache. Ich hätte auch gleich durchballern können, aber das Problem ist, die hätte ich dann doch schon gerne mal vorher. Okay, alles klar. Alles klar. Aber ich habe gesehen, das funktioniert. Da unten kann ich mich dann in die Ecke stellen. Dann donnern die alle gegen die Wand. Das funktioniert. Oh. Ich sehe gerade, da unten kann ich auch Pause machen. Allerdings kommt dann direkt die Rakete dazu. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Zum Glück nichts passiert. Diese da. Okay. Moment. Jawohl! Nein, die von ganz oben ist klar, ey. Die kriegt den Radius noch gerissen, Alter. Oh. Tschüss. Ah, da war ich jetzt nicht schnell genug. Ich sag ganz ehrlich, die Checkpoints sind ein bisschen zu wenig. Das macht es natürlich ja gerade schwer. Aber auch total blöd. Warte mal. Wow! Was hat der denn jetzt bitte gemacht? Und genau, ich fall da durch. Ich fall da durch, weil ich gar nicht mehr klar kam gerade. Ich habe das Ding dreimal hintereinander bewegt. Nein! Auf was man hier alles achten muss. Ey, man dreht sich auch noch die Karte so beschissen dazu. Oh. Okay, gerade so. Hey! Warte mal, die hier. Die will ich wenigstens vernichten. Ey, ich muss gleich... Ja, ich muss gleich bei den Raketen runter. Ich glaube aber gar nicht mehr, dass ich das nochmal schaffe. Ja, dann komm ich... Na, war auch jetzt nicht gerade so besonders klug. Zieh durch. Ey, vorhin habe ich das aber gepackt, da unten zu landen. Oh, das war knapp. Na du, magst du nicht mehr? Boah. Wir gucken noch mal so. Oh nein, nicht... Oh, 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 Alter. Junge, Junge, Junge. Ja, so geht's eigentlich auch. So, was habe ich denn hier unten vorhin für einen Fehler gemacht eigentlich? Okay. Ich glaube, so komme ich gar nicht da hoch. Ne, ich muss mich schon da runterfallen lassen hier. Ähm.
Ich würde gerne ein Stückchen weiter hier reingucken. Nein, Mann! Und wie willst du denn hier noch bitte auf die ganzen Kisten achten? Boah! Warte mal, aber wenn ich einfach nur durchrushe, vielleicht klappt das ja wirklich besser, ey. Boah. So, hier kurz Pause. So. Nee, dann, ich muss... Ja, weil ich in die falsche Richtung gedrückt habe. Ich muss mich direkt nach unten durchfallen lassen. Oh Mann, der hat hier so Stück für Stück dazu. Und dann zieht sich hier so ein Part eben hin. Oh, da bin ich kurz hängen geblieben. Alright. So, kann ich jetzt nochmal in Ruhe gucken, ob hier irgendwo noch Kohle war? Mensch, drück mich doch da durch, du. Aber ich glaube nicht, hier war nichts mehr. Verschnaufen!